Zweites Gastspiel für die Fortuna an der Lohrheide. Vor einigen Wochen traf man hier ja bereits auf die SG Wattenscheid. Der Gegner heute die U23 des VfL Bochum. Die Fortuna weiter im Kampf um die Relegation. Man wolle zunächst seine Hausaufgaben machen, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. So Koschin hat vor der Partie gesagt, getan. Thomas Kraus mit dem 1:0, erste gelungene Aktion im Spiel, erstes Tor, ein Start nach Maß für die Fortuna dank des 12. Saisontreffers von Thomas Kraus. Wie im Hinspiel also früh ein Tor in der Partie, Kraus frei vor Dornebusch ohne Probleme hinein zum 1:0. Die Fortuna heute wieder im 3-5-2-System, wie vor ein paar Wochen bereits gegen die Amateure des 1. FC Köln. Und auch im neuen System die Kölner zunächst tonangebend. Kialka suchte da in der Mitte, Hamdi Damani, Timo Jerome Kialka heute im Doppelsturm zusammen mit Thomas Kraus. Die anschließende Ecke dann eine Sache für Winterneuzugang Damani und dann Zinke mit dem Kopf über den Kasten von Dornebusch. 10 Minuten da gespielt. Die Anfangsviertelstunde klar in der Hand der Fortuna. Nächster Angriff der Kölner über Tobias Fink im Dribbling gegen Rico Weiler, bekommt den Ball da nicht rumgezogen. Viel schlimmer jedoch die Reaktion des Kölners am linken Bildrand. Tobias Fink, er verletzte sich bei der Aktion, musste anschließend ausgewechselt werden. Für ihn kam Kusi Kwame früh in die Partie. Anschließend die Fortuna mit einem Bruch im Spiel. Stück für Stück fand Bochum nun besser in die Partie, besonders über die Außen konnte man immer wieder durchbrechen. Hier klärt Pazurek vor dem einköpfbereiten Göttl. Die anschließende Ecke dann eine Sache für Gündüz und dann Tünte aus dem Rückraum. Der Schuss abgefälscht, aber Poggenborg aufmerksam. 23 Minuten da gespielt. Trotzdem, die Fortuna, sie hat ihren Faden jetzt verloren. Viele Bälle wurden schnell wieder hergeschenkt. Nur selten konnte man sich mal in Richtung VfL-Strafraum vorarbeiten. Dieser Ansatz einer Torschance von Kialka noch das Beste in dieser Phase. Koschin hat reagierte, wechselte sein System zu einem 4-2-3-1. Aber trotzdem, der VfL besser in der Partie. Gündüz mit der dicken Möglichkeit. Poggenborg muss da reparieren. Die U23 inzwischen mit einem Chancenplus in der Partie. Nächster Beleg, der Schuss von Maximilian Jansen. Das aber eine leichtere Prüfung für Poggenborg, der hier das 1:0 erst einmal festhielt. Die Fortuna, sie hatte sich einnullen lassen nach starkem Beginn und auch die Pause. Sie schien kein Wachmacher zu sein. Sievers in den Fuß von Göttl. Poggenborg und Zinke klären das dann im Verbund. Das Ganze 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Die anschließende Ecke, dann eine Sache für Selim Gündüz und Rico Weiler mit dem Kopfball knapp neben den Kasten von Poggenborg. Wie vor ein paar Wochen gegen die SG Wattenscheid, die Fortuna mit einer eher schwachen ersten Hälfte und dem 1:0. Damals verpasste man es nachzulegen, hier probiert es Zinke mit dem Heber aus der Distanz, Dornebusch da aber auf dem Posten. Die Fortuna aber jetzt mit etwas mehr Zugriff, störte früher und konnte auch mal schnell umschalten. Aydogmus mit der dicken Möglichkeit zum zweiten Kölner Treffer, sein Schuss aus guter Position knapp am Pfosten vorbei. Aydogmus gekommen für Kialka und der Top-Torjäger der Fortuna. Er war sofort drin im Spiel als einzige Sturmspitze. Hier der nächste Abschluss von Aydogmus, diesmal aber deutlicher am Tor vorbei. 74 Minuten da gespielt. Die Kölner in der Phase mit mehr Zugriff auf die jungen Bochumer. So bleibt nur ein langer Ball, wie hier von Dornebusch. Sievers verliert das Kopfballduell und fehlt dann gegen den eingewechselten Julian Stock. Dessen Hereingabe findet Jansen 1:1. Wieder die Fortuna also hier im Lohrheide-Stadion mit dem Rückschlag nach eigener Führung durch diesen ersten Saisontreffer von Maximilian Jansen. Der Ausgleich für die Bochumer aber nicht unverdient. Die Elf von Thomas Reis mit einem couragierten Auftritt hier an der Lohrheide, nachdem man den anfänglichen Respekt so ein wenig ablegen konnte. Und es war sogar noch mehr drin. Gündüz mit der dicken Chance, entscheidend gestört noch von Markus Pazurek. Aus Sicht der Kölner wurden jetzt Erinnerungen wach an das Duell mit der SG Wattenscheid. Die Schlussphase, ein Nervenspiel, kann ein Team hier noch den Lucky Punch setzen. Aydogmus nochmal mit dem Schuss, das aber in die Wolken. Erdschan Aydogmus, er rieb sich auf
nach seiner Einwechslung aber ohne Fortune im Abschluss. 90. Minute Freistoß Steffen, das aber kein Problem für Dornebusch. Die Partie aber immer noch nicht vorbei. Nachspielzeit, Freistoß VfL und die Chance für Joel Reinholz, der den Ball aber nicht richtig trifft. So Glück für die Fortuna, die hier am Ende mit einem blauen Auge davonkommt. Bochum belohnte sich für einen couragierten Auftritt. Die Fortuna hingegen, sie nimmt am Ende nach einer guten Anfangsphase einen glücklichen Punkt mit. Als nächstes kommt es zum Traditionsduell im Südstadion mit den Sportfreunden Siegen.